Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Nochmal ganz langsam. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. So, ich habe keine Geduld mehr. Ich will jetzt wissen, was da drin ist in diesem geheimen Raum, den wir gefunden haben von irgendeinem Freund von uns, der früher bei den Fireflies war. Wir finden es raus. Oh, ich sehe schon Blätter. Ah, wird hier das Gras angebaut, von dem die geredet haben? Vielleicht. Ja. Oh mein Gott. Das ist Gras. Ja, furztrocken, das Gras. Das erklärt einiges. Holy shit. Das ist eine Ladung. Für wen? Ich meine, für wie viele Leute? Auf wie viel Zeit hat er denn bitte hier geplant? Wie viele Leute leben in dem ganzen Dorf, aus dem wir kommen? 100 oder so? Naja, gut. Ist das auch schnell weg wahrscheinlich. Eine Videokassette. Hey, wer hat solche Videokassetten? Der Schwanz des Wolfs. Smash Brandys, Kutsch. Sind das Pornos? Ja. Sehr interessant, Eugene. Smash Brandys, Kutsch. Ach ja, die immer mit ihren Selbstreferenzen, Naughty Dog. Why not? Maria würde durchdrehen, wenn sie das sehen würde. Wo hat er das alles her? Muss ewig gedauert haben. Ich wünschte, er hätte mir davon erzählt. Ich hätte ihm helfen können. Eine Gasmaskenbong-Dingens. Eine Gasmaskenbong. Ja. Oh Gott, er war so schlau. Es ist super. Ich find's lustig. Hätte ich da noch was interagieren können damit? Nee, es sah gerade so aus, als wäre da was gewesen. Das ist schon sehr lustig. Ich glaube, das ist eigentlich super unangenehm und nicht cool. Na nü, na na. Ach so, schon vorgebaute Dübel. Auch nicht schlecht. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es... Ja. Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Ich würde das Regal wieder oben zumachen, aus Sicherheitsgründen vorher, sieht aber so okay. Aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. 9. Wenn 1 richtig unterirdisch ist und 10 überwältigend, wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, das war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6?
Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Das war kein schlechtes Videospielknutschen. Videospiele haben die Angewohnheit, wegzublenden oder die Kamera wegzufahren, wenn Leute knutschen, weil das mit Lippenbewegungen super schwer ist. Das sah sehr gut aus. Nicht schlecht. Wirklich. Cool, cool. Ich habe mir das vorher schon gedacht, aber ich wollte die Stimmung nicht kaputt machen. Aber ich habe mir vorher schon gedacht, in einer Szene leckt sich Ellie so über die Lippen, nachdem sie gezogen hat dann am Joint. Und da habe ich mir gedacht, wie ist das eigentlich bei so Motion Capturing, bei so Face Capturing? Weil auf der Zunge werden ja wahrscheinlich keine Markierungen sein, oder? Wird dann die Zunge nachträglich eingebaut oder erkennt das Programm das und kann das irgendwie trotzdem einbauen, so eine Zunge? Keine Ahnung. Hätte mich interessiert, würde mich interessieren. Naja, gut. Genug davon. Abgesehen davon war das natürlich eine so schöne emotionale Szene. Ich will das gar nicht hier. Das war gut, wirklich. Das war gut geschrieben, gut gespielt. Auch die deutsche Synchro ist wirklich nicht schlecht. Alles super cool und hat mich auch berührt, aber die technische Perspektive hat mich halt einfach gerade mehr interessiert. Aber gut. Wo sind sie? Ah. So, infiziert. Warum sind eigentlich hier überall Infizierte, wenn sie unseren Spuren folgt? Wisst ihr, was ich meine? Sind wir an denen vorbeigeritten oder was? Das ist ein... Ach, du Scheiße. Ja, aber wirklich, das ist nicht cool hier. Das sind mir ein bisschen zu viele. Meine Güte. Ach, du Scheiße. Warum? Wo kommen die alle her und wo und wieso? Ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt? Wohin denn? Ah, oh Gott. Oh Gott, wohin denn? Ich weiß leider echt nicht, wo ich lang kann. Das ist gerade ein bisschen sehr uncool. Nein, auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Nein, auch nicht. Hey, Leute, ich habe keine Ahnung. Wirklich, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt mache. Go!
Vielleicht muss ich wirklich, weil da nur vier kommen, die anderen bleiben draußen, vielleicht muss ich wirklich die vier kaputt machen. Ach, come on. Ach, come on. Das läuft aber gar nicht gut diesmal. Verdammt nochmal. Ja, fast schon lustig, wie ich daneben geschossen habe. Was doch da jetzt, oder wie? Ach so. What? Noch schnell einen Snack. Zuerst müssen wir das hier überstehen. Oh, wo kommt denn der her? Die Tür wird nicht lange standhalten. Wir müssen uns beeilen. Da oben, das Fenster! Das ist unser Ausweg! Was? Wo denn? Hier, damit! Okay, ich dachte, sie ist Ellie auf der Spur. In Wirklichkeit war sie Joel und seinem Partner hier auf der Spur. Auf den Karren schieben! Und da sind die ganzen Infizierten. Kommt rein! Ich schaff die Kante ans Fenster! Haltet ihr diese Infizierten schon rein! Okay. Verdammt, ist das Ding schwer! Was? Ein Klicker? Ganz nochmal! Schaff dir das Ding vom Leib! Nein!
Ich hasse es. Klicker kann man doch eigentlich mit Waffen, glaube ich, schon bekämpfen, oder? Ein Klicker zu schlagen ist gefährlich. Gehe ihn aus dem Wege und greife sie aus der Entfernung an. Das Bild zeigt aber trotzdem eine Axt im Nahkampf. Naja. Okay, wisst ihr, was mir gleich mal hier an der Stelle auffällt? Das will ich vielleicht kurz einwerfen. Ich pausiere kurz, weil die dauernd labern. Hier wird Joel jetzt gleich super hilfsbereit und irgendwie auch aufopfernd dargestellt. Der hält immer die Stellung und sagt, ihr geht da durch, ich schieß hier noch rum und hier komm, ich helf dir hoch und geh du zuerst. Und das ist sehr konträr zu dem Joel, den wir im ersten Teil kennenlernen, der eigentlich ein total egozentrischer Egomane ist, der eigentlich immer sagt, hey, fick die anderen, Hauptsache mir geht's gut und meiner Familie. Und da er Ellie damit einbezieht, geht er eben, also im wahrsten Sinne des Wortes, über Leichen, wenn es seinem Vorteil oder dem Vorteil der Menschen, die ihm wichtig sind, entspricht. Überhaupt nicht sozial, überhaupt nicht hilfsbereit oder genau gegenteilig, wie er hier dargestellt wird. Erleben wir vielleicht so eine Redemption-Arc von Joel, aber die er schon durchgemacht hat oder, naja, vielleicht, wir werden sehen. Fällt mir nur gerade auf, wollte ich nur mal einwerfen. Hier lang, los! Ich bin Tommy, das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr ja, so weit. Also meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt, die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf. Okay, du reitest mit mir. Komm. Komm! Halt dich fest! Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Äh,
um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Blöde Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Oh, bleib einfach da, okay? Alles okay? Kannst du was bitte warten? Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Wollt Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Sie haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Aber wirklich, ich wollte auch gerade sagen. Ich hätte gesagt, habt ihr keine spitzen Stöcke, aber ich schätze mal, das ist noch effektiver. Okay, gehen wir rein! Angst gemacht. Scheiße. Wie geht's euch so? Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten, ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Hab gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Ja, ich wusste es. Das sind nämlich die Fireflies. Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Puta madre. Joel Miller. Wer bist du? Rate mal. Ich
Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Bind jetzt sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Verdammt! Weg da! Komme ich da runter? Okay, Schimmer. Ist das jetzt die Story? Ist das die Eskalationsspirale, die Gewaltspirale, irgendwas, das Joel in seiner Vergangenheit gemacht hat? Waren es die Ereignisse im ersten Teil oder irgendwas davor? Wir wissen ja, dass er eine Zeit lang Raider war und Leute überfallen und ermordet hat. Also, der hat eine super krasse Vergangenheit. Und die holt ihm jetzt ein, nachdem er quasi im Grunde seine Redemption durchgemacht hat. Und jetzt wird er ermordet und jetzt kommt Ellie und will ihn wieder rächen und, na, dann geht der Scheiß wieder von vorne los. Schauen wir mal. Wahrscheinlich wird das so ungefähr, oder? Komm schon. Bitte sei okay. Joe? Tommy? Na gut. Ist da was? Ja, ich glaube schon, oder? Nö. Sieht aus, als würde da was glänzen. Aber ist nur ein komisch beleuchteter Zweig anscheinend. Oh, da ist es. Joe? Tommy? Was ist los? Lass ihn frei! Wer ist das? Lass ihn frei! Hat sich eingeschlichen. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkreuzt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf! Hört bitte auf! Bitte tu das nicht!
Joe, bitte steh auf! Ah! Nein! Schmoren der Hölle. Ich bring euch um! Nein! Nein! Ich bring euch um! Das ist so ein guter Schlusspunkt für die Folge, dass wir für heute Schluss machen müssen. Nur deswegen, damit spannend bleibt. Cliffhanger! Morgen geht's dann genau hier weiter. Bis dann. Ciao.